Alexander Alexandrowitsch Karenin wurde am 19. September 1967 in Nowosibirsk geboren und gilt heute als der berühmteste und erfolgreichste Ringer aller Zeiten. Bis heute gilt Karenin nicht mehr als Mensch, sondern mehr als Mythos. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen dominierte er eine ganze Ära, zum anderen war seine Statur einfach massiv. Er kämpfte im Superschwergewicht im griechisch-römischen Stil. Während seiner besten Zeit hatte er eine unglaubliche Physis. Er war nicht nur 1,93 Meter groß, sondern wog knapp 130 Kilogramm und war somit einer der schwersten, der überhaupt den Sport ausführte. Karenin war nicht nur unglaublich stark, sondern auch unglaublich beweglich für seine Größe und seine Masse. Zudem hatte er eine beispiellose Technik, die ihm große Vorteile im Ring verschaffte. Das herausragendste an seiner Technik war die Ausführung eines verkehrten Aushebers aus dem Stand, der später auch sein Markenzeichen wurde. Unter dem Namen Karenin Lift wurde sein Markenzeichen so bekannt, dass er bis heute in die Geschichte eingegangen ist. Diese Ringtechnik wird in der Regel aufgrund des besseren Körperkraft-zu-Körpermasse-Verhältnis nur in den leichteren Gewichtsklassen angewendet, da hierbei eben der Gegner ausgehoben werden muss und rücklings auf die Matte geworfen wird. Karenin galt im Superschwergewicht weltweit als der einzige, der in der Lage war, diese Technik erfolgreich anzuwenden. Aufgrund der für sie ungewohnten und extremen Erfahrung, vom Gegner hochgestemmt zu werden, waren viele Kontrahenten Karenins mit dieser Situation schier überfordert und wurden dadurch vorzeitig besiegt. Dies war der Grund, warum Karenin viele seiner Kämpfe extrem schnell gewinnen konnte. Seine Erfolge waren umso beeindruckender. In einer Ära von 13 Jahren zwischen 1987 und 2000 verlor er keinen einzigen Kampf. Von 1994 und 2000 verlor er nicht einmal einen Punkt in einem Kampf. In seiner ganzen Karriere konnte Karenin 887 Gewinne für sich verbuchen und verlor dabei nur zweimal. Er war dabei viermaliger Champion der UdSSR, achtmaliger russischer Champion, zwölfmaliger europäischer Champion, neunmal gewann er die Weltmeisterschaft, viermal trat er bei den Olympischen Spielen an, dreimal davon holte er Gold und einmal die Silbermedaille. Der Mythos Karenin wuchs so weit, dass er es unbesiegbar galt. Viele Kontrahenten Karenins gingen scheinbar mit der Einstellung, dass sie den Kampf sowieso verloren, in das Matchup und wollten dieses nur unbeschadet überstehen. Aufgrund seiner massigen Statur und seines gleichzeitig grimmigen Aussehens erhielt Karenin einige Angebote aus Hollywood, um Filmbösewichte zu verkörpern. Diese lehnte er jedoch allesamt ab. Selbst ein Footballteam wollte Karenin unter Vertrag nehmen, auch dieses Angebot lehnte er ab. Nun seht ihr noch ein paar weitere Aufnahmen von Karenins Kämpfen und am Schluss ein paar Aufnahmen seiner Trainings. Selbst beim Training war Karenins unglaubliche Kraft zu sehen.
Er trainierte teilweise draußen im Winter, wo er schwere Baumstämme durch den Schnee schleppte, oder drinnen im Keller, wo er schweres Eisen stemmte. Er konnte 32 Kilo Hanteln in jeder Hand halten, und zwar mit ausgestreckten Armen.